Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens sind wir quasi von unserem guten, alten, sehr professionellen Kriegsherrn quasi... ...dass wir keine wahre Suche drin sind. Doch, das wollen wir heute, beweisen. Dass wir eine richtige Sucherin sind. Wir wollen ihn vom Gegenteil beweisen. Krieger, macht euch bereit! Ja? Wir bekämpfen einen Fluch, einen Dämon! Urmutter, gib uns Kraft! Okay, erstmal alles nachcraften hier. Es ist soweit. Da kommt er. Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Scheiße, was? Weg dich! Weg hier! Lauf! Alter, was? Schnell doch! Komm nicht weiter. Scheiße. Bin in der Sackgasse gelaufen. Wir mega geil. Ich glaube, wir entledigen uns mal diesen... Alter, was ist das hier für eine... Mann! Ich glaube, wir entledigen uns mal diesen Leiden. Scheiße. Den hab ich gerade nicht gesehen. Oh, fuck. Alter, aua! Ich brauche eine Position, ich brauche eine wesentlich bessere Position, Leute. Kann ich nachcraften? Scheiße. Alter, ich muss auf die Spulen umzielen, auf die zwei. Ich hab keine Feuerpfeile, das ist das mega Problem. Ich kann auch keine herstellen. Feuerpfeile wäre vieles jetzt einfacher. Wesentlich einfacher. Ich mache trotzdem gut Schaden, wenn ich auf das Teil schieße. Oh! Der Teil ist doch mal tot! Pass auf, Leute! Seid vorsichtig, Leute! Okay, nicht mehr lange. Ich wollte gerade auf dein Auge schießen. Nice, das hat ordentlich Schaden gemacht. Lass mal wieder hergucken hier. Ich kann nichts nachcraften. Ich kann einfach nichts nachcraften. Scheiße. Du brauchst Stuff. Oh. Kann ich craften? Ich muss einen Nahkampf spielen, das geht ja gar nicht. Okay. Scheiße. Nice! Erledigt! Down! Der Dämon ist tot! Andere Maschinen übernehmen. Was? Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Was ist das? Ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht?
Skill. Tab, was machst du denn hier? Du bist ein Näher, kein Krieger. Ich verteidige hier Mutters Wacht. Aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet. Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Ah, es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Äußert er gerade Gefühle? Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! So, kleiner Ortswechsel. Ja, mein wertes Aufnahmeprogramm ist mal wieder abgekackt, aber uns gehen nur irgendwie 5 Minuten jetzt ab. Das ist nicht wirklich so schlimm. Ich bin einfach nur aus dem Dorf rausgerannt und wir sind jetzt auf dem Weg nach Läufern und nicht nach Plünderern, wie der da hinten, wenn ich gerade in die Quere kommen will. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Denn durch dieses Gerät, was wir erhalten haben gerade, können wir ja jetzt Maschinen kontrollieren. Also quasi auf den Reiten habe ich so das Gefühl, dass das vielleicht noch dann sein wird. Ich hoffe es zumindest. Das sind sie nicht wirklich so schön. Suchen wir uns mal ein paar Läufer an. Vielleicht. Na, komm ich mal. Das ist auch ein Plünderer. Ich brauche keine Plünderer, ich brauche Läufer. Hallo. Unsichtbar, ne? Ja. Kann die Plünderer hier nicht brauchen. Guck mal, die Karte. Liegt hier richtig, wir sind im Läuferareal. Aber hier ist alles voller Plünderer. Wieso ist hier denn alles voller Plünderer? Ja. Läufer. Komm her. Ich habe auch nichts, um mich gerade zu heilen. Das ist okay. Soll ich bitte herkommen? Hallo? Pfeif dich doch gerade her. Komm mal her hier. Ja. Okay, jetzt Konzentration. Es hat geklappt. Ja! Na also, braver Junge. Das ist schon besser. Okay, ernst. Ah, komm. Ja! Geil. Ja! Ja! Wir haben Reittier! Genau. Wie geil! Wir haben einfach ein Reittier. Dieser Läufer ist schnell! Geil! Die Bestie läuft. Nichts Wasser. Schön! Okay. Rede mit Val. Alter, der wird sich so wundern. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Man kann vermutlich nicht alle reiten, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Nice! Das ist ja mal mega geil! Ich bin gerade so impressed. Hoffentlich wundert sich nicht, dass wir auf einer Maschine anreisen hier. Soll ich mal? Ja. Hallo. Mach das mal bitte die Tür auf. Kampfgeräusche. Direkt vor den Toren. Seid vorsichtig! Die Tore scheinen zerstört zu sein. An. Her! Was? Hallo? Hey, wo ist der Läufer, den wir gerade hatten? Die spawnt oder wie? Hi. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash?
Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Schön, okay. Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Daher die Ähnlichkeit. Deine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Oh ja. Da mag was Wahres dran sein. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg. Und unsere Verluste extrem. Die Kriegsherrin? Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ah ja, der Devala schon was von erzählt, dass sie eine mega heftig krasse Mutter hat. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Was hatte ich vor? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Okay. Eine Reitmaschine zu rufen. Wir können die Reitmaschine einfach mal so rufen. Wie geil. Aber ich werde jetzt erstmal in den Quests nachgucken. Haupt? Eine Spur der Kriegsherrin. Das würde ich echt gerne mal machen. Eine Sucherin vor den Toren, Stufe 12. Puh. Altes Waffenlager, Stufe 25? Was? Okay. Ich würde sagen, wir stützen uns mal auf die Spur der Kriegsherrin. Ja, ich glaube, das werden wir machen. Die Göttin schütze dich. Ich will einfach jetzt herbeirufen können. Wie geil das einfach ist. Das ist mega. Ein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Oh ja. Aber auch gefährlicher. Greifen wir uns jetzt andere Maschinen an oder sind wir jetzt so gut wie undercover? Ich denke mal nicht, dass wir undercover sind. Man kann schwimmen. Ich denke mal nicht, dass wir undercover sind, weil sonst würde man ja den Angriff dieser Maschine umsonst eingebaut haben. Achso, wir müssen jetzt nicht langsamer werden. Das Hallo. Bleib mal stehen, bitte. Hi. Geht es dir gut, Jäger? Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mal mit mir reden. Was? Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Kren.
Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es, lief nicht so gut. Jagdgebiete? Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Okay. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen. Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Okay, ich muss jetzt los, Crane. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Zwar nicht jetzt, aber irgendwann. Oh, da bleibt sie hier stehen. Sehr schön, danke schön. Kann ich den umbenennen, Namen geben oder so? Das wäre lustig. Aber die Bestimmungen sind ja mega heftig, fällt mir gerade so auf. Also wenn man schon einen Bogen schiebt, das ist schon mega. Kann ich den anderen? Alter! Wie OP! Alter! Was? Wie OP ist das denn? Wie OP ist das denn? Okay, Reittiere sind schon mal voll mein Ding. Wie der einfach zwei Schwänze hat. Ne, nicht aufsteigen, nicht aufsteigen. Das Bluten hier unten. Ne, ich läufe besteigen. Ich will den Weg suchen. Hallo. Hä? Weg suchen wir. Nehmen wir natürlich mit. Das ist ja auch. Wenn wir schon hier sind, brauchen wir natürlich für Pfeile. Kann ich nicht machen, weil mir fehlt Reinholz. Geilo! Okay, rennen wir weiter. Wir müssen ja sowieso geöffelt ein. Ich werde trotzdem mal ein bisschen näher am Weg bleiben, eigentlich, oder? Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Ganz ruhig. Und da müssen wir. Okay, sehr schön. Sollen wir springen, bitte? Wir springen kann anscheinend auch ganz gut. Finde ich gut. Ah, ich finde das einfach so nice, dass wir jetzt einfach Reittier haben. Man kommt einfach so viel schneller voran. Kann ich noch schneller laufen? Nee, das ist Maximum, okay. Das ist schon mal mega fast. Ich meine, später wird es ja auch noch andere Reittiere geben und so. Und die kann man dann auch alle kontrollieren. Ich weiß nicht, ob man nur eine Reittier-Fix ausgerüstet haben kann, aber würde ja eigentlich Sinn machen. Ich brauche ja nur ein fixes Reittier. Das ist schon wieder eine Quest. Ich glaube, die werden wir einfach mal alle mitnehmen, weil wir machen ja sowieso alle. Mein Fluglosser klingt sowas wie ein Signal. Vielleicht kann ich es scannen. Ich suche Leiche. Wüstenglas. Perfekt, passt nicht. Rohstoffbeutel ist voll. Ich kann auch nichts nachcraften oder so. Sorry. Mehr kann ich nicht tragen. Och man, wir brauchen einen besseren Rohstoffbeutel. Gibt's da nicht irgendwie ein Upgrade oder so? Rohstoffe, wir haben so viele Rohstoffe dabei. Wir brauchen das auch für nichts. Spezialobjekte, was ist das hier? Energiezelle, so, Schatzkisten. Wir haben eine Schatzkiste, passt. Metallgefäß, Schnellreisepaket, Feuerwiderstandstrank. Geil doch. Modifikationen. Schadenspule, Schadenspule, Abrissspule, Schockspule, Handhauung, Tarnung. Verderbne Spule. Nahkampfschutz. Das sind ja heftige Items. Aber Rohstoffe müssen wir irgendwann wegmachen. Wie? Ich kann's ja entfernen. Kaninchenknochen. Fettes Fleisch brauchen wir auch nicht. Verderbnis-Uswurzel.
Verwertung, Objektherstellung, Verkauf gegen Metallschirm. Nein, das brauchen wir alles nicht. Reichhaltiges Fleisch brauchen wir auch nicht wirklich. Leuchtendes Geflecht. Geschäfte mit Händen brauchen wir auch nicht wirklich. Sägezahnherz. Das kann man auch nur verkaufen. Wir sollten das einfach alles wirklich mal verkaufen gegen Scherben. Deswegen behalte ich das einfach mal, was doch ein bisschen was wert ist. Jetzt können wir endlich das von der Leiche aufnehmen. Alter, hier liegt einfach alles am Boden. Alles gedroppt. Nee, das bleibt jetzt hier liegen. Ich suche jetzt die Leiche. Das ist voll. Mit dir kann ich reden, ne? Hat die denn nicht was zu tun? Bei Amsen, ja. Nehmen wir auch mit, weil ein bisschen was ist das anscheinend wert, weil das ist grün. Das ist eine höhere Stufe. Hi. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Oh, wozu? Alter, wie... Teufelsdurst. Wie viele Nebenquests will... Nee! Ich find's ja geil, aber wie viele Nebenquests soll ich denn bitte noch annehmen nebenbei? Au, wir werden auch ein bisschen länger in diesem Becken sein. Ich glaube, unser Schicksal muss doch noch etwas warten. Ich fühle mich mit meinem Läufer hier gerade ein bisschen okay. Aber der da vorne, der machen wir jetzt einfach mal kurz weg. Ich werde tun, was ich tun muss. Überrannt. OP, ist einfach nur OP. Ich meine, so ein Wächter sollte man auch ganz easy wegmachen. Ich glaube, sogar ein Plünderer, den wir haben, hat eine gute Chance. Es muss Teufelsdurst sein. Die Stadt der Alten. Aus der Metallwelt. Nee, nee, nee. Was hat sie gerade von der alten Metallwelt gesagt? Teufelsdurst? Was ist das für ein Zeichen da oben? Langhell, das ist Langhalsgebiet. Da will ich auch unbedingt mal hin. Ah, schön. Die kann man ja, glaube ich, auch... Kann man die reiten? Kann man die Langhälse reiten? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das wäre immer mega geil. Ich würde es mega feiern. Was haben wir eigentlich Schaden bekommen? Keine Ahnung. Wir reiten einfach mal... Ein Noradon. Oben auf dem Berg. Da kommt doch her, mein kleiner Wächter. Ja. Kleiner Wächter, das ist ja so süß. Wie läuft das so? Was? Was benutze ich denn hier? Hat der Läufer schon dafür gesorgt, okay. Und der Läufer nimmt also auch Schaden. Können wir den irgendwie füttern, irgendwie mit Metallschirm oder so? Nehmen wir einfach mal nicht alles mit. Sonst wären wir hier, glaube ich, nicht fertig. Aber mit dem Läufer sind wir schon ganz gut unterwegs. Ich habe mal ein Heilungspaket gebrauchen können. Ich sollte vielleicht mal wieder ein paar Blümchen einfangen. Was ist rein, Leute? Okay, das ist ein Blümchen, das ist Heilungsblümchen. Nice. Okay, das kann ich ganz gut machen. Ich brauche schon das Blümchen-Zeug. Mag das nicht. Warte mal. Wo sind wir denn genau? Wir müssen da. Ach, das sind die Graser. Ach so. Wir weiten unser Gebiet gerade mega aus, habe ich so gerade das Gefühl. Mega. Schön. Ist hier irgendwo ein Speicherpunkt vielleicht? Ich will nicht in dieses mega heftige Kriegsareal da vorne gehen, wenn wir keinen Speicherpunkt haben. Wäre unfair. Ich halte einfach mal Ausschau nach dem Speicherpunkt vorher. Das wäre halt ziemlich wichtig. Das ist doch irgendwo ein Speicherpunkt, das gibt's doch immer an den Wegen.
Leute, ich werde erstmal sagen, ich werde zwischen den Aufnahmen jetzt mal einen Speicherpunkt suchen und dann mal speichern, damit wir nächstes Mal auch gesichert ins neue Abenteuer starten können. Dann haben wir auch eine kleine Absicherung. Wir brauchen keine Angst haben, wenn wir ein bisschen mehr riskieren. Und ja. Ich fasse mich mal kurz. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Morgen 15 Uhr, Horizon Zero Dawn. Ihr wisst, wie es läuft. Rayon sagt ciao.